Explain Brain. Macht von Bernd Ulrich. Mao Zedong ist einer der mächtigsten Männer der Weltgeschichte. Er hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Riesenreich China geeint und modernisiert. Er hat aber auch Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Mao war gewissermaßen ein Experte in Machtfragen. Seine Definition von Macht lautet: Alle politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Das ist ein wirklich guter Spruch, griffig und auf den ersten Blick völlig logisch, aber er ist falsch. Warum? Weil Mao in seiner rechthaberischen Art sagte: Alle. Dabei kann politische Macht auch aus der Sprache kommen, aus dem Geld, aus der Herkunft oder vom Volke. Das heißt, aus freiwilligen Wahlen. So steht es in unserem Grundgesetz. Maos Definition stimmt also für seine Macht. Der Satz müsste folglich heißen: Meine Macht kommt aus den Gewehrläufen. Doch stimmt auch dieser Satz nicht. Denn Mao war in den Zeiten seiner größten Macht ein alter, dicker Mann, der selber bestenfalls ein einziges Gewehr halten konnte. Und auch das nicht sehr lange. Seine Macht kam also nicht aus dem Gewehrlauf. Er konnte Millionen Soldaten davon überzeugen, ihre Gewehre nicht gegen ihn zu richten, sondern gegen andere. Maos Macht saß folglich in den Köpfen der Soldaten. Wie kommt der Wille Maos in die Köpfe der Soldaten? Wie kommt überhaupt der Wille des einen Menschen in den Kopf des anderen? Macht braucht Zustimmung. Warum Maos Soldaten freiwillig seiner Macht zustimmten, ist heute schwer zu sagen. Vielleicht hatten sie Angst vor ihm oder sie fanden ihn besonders charismatisch. Vielleicht glaubten sie, er tue gute Dinge für ihr Land oder zumindest für ihre eigene Familie. Oder aber sie hatten sich einfach an ihn gewöhnt. Wie auch immer, zumindest indirekt stimmten sie seiner Macht zu. In demokratischen Staaten müssen Politiker sich Mühe geben, die Mehrheit durch Argumente, durch ihr Programm und durch ihre Persönlichkeit zu überzeugen, um regieren zu dürfen. Je mehr Zustimmung sie in Wahlen erfahren, umso legitimer und umso leichter ist es später, das Programm auch so umzusetzen. Die politische Macht erwächst also aus der Zustimmung der Mehrheit. Nun würde niemand behaupten, dass in Demokratien die Macht allein aus der Mehrheit kommt. Sie wird zumindest verfälscht durch das Geld, mit dem man andere manipulieren kann. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Berlusconi zum Beispiel war ein erfolgreicher Medienunternehmer, als er an die Regierung kam. Er hatte ein paar der wichtigsten italienischen Fernsehsender gekauft und damit seine Macht vergrößert. Schließlich konnte er plötzlich darüber mitbestimmen, was die Massenmedien so sagten oder eben nicht sagten. Auch Finanzmärkte und große Banken haben Macht, weil sie das Geld von Staaten und Personen verwalten. So können sie immer wieder Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen. Immerhin kann man jedoch behaupten, dass in einigermaßen funktionierenden Demokratien die Mehrheit der Bürger in Wahlen über die politische Macht entscheidet. In guten Demokratien müsste es also heißen, alle politische Macht kommt aus der Wahlurne. Das stimmt allerdings nur, wenn die Wahlurne voll ist. Wenn sich die Mehrheit der Bürger nicht an der politischen Willensbildung beteiligt, zumindest also an Wahlen, dann kommt die Macht, logischerweise, nicht aus der Mehrheit, sondern aus der Minderheit. Eine Minderheit hat dann Macht über die Mehrheit, die nicht zur Wahl gegangen ist. Schließlich betrifft die Politik der so gewählten Regierung ja immer auch die Nichtwähler. Nun könnte man sagen, Pech gehabt. Wer nicht wählt, der soll sich hinterher nicht wundern, wenn gegen seinen Willen Politik gemacht wird. Doch wenn die Macht der Politik abnimmt, weil sich immer mehr Menschen von ihr abwenden, dann werden andere Mächte stärker. Darum wählt der Nichtwähler nicht nur, ohne es zu wollen, den Wahlsieger mit. Er stärkt zugleich die Macht der Banken oder der Medien. Macht findet, alles in allem, in den Köpfen der Einzelnen statt. Das ist eine gute Nachricht, weil es ja heißt, du und ich haben in letzter Instanz die Macht. Und diese Macht im eigenen Kopf kann man sogar trainieren. Je mehr ich weiß, je logischer ich denken kann, je mehr Worte ich kenne, desto schwerer ist es, mich zu manipulieren oder mich zu überzeugen. Und desto mehr Macht habe ich. Ludwig XIV., ehemaliger König von Frankreich, sagte einst: Der Staat bin ich. Heute muss es heißen: Die Macht bin ich.